Kriyas, die Reinigungsübungen im Yoga. Das Wort Kri heißt Handlung und Tun. Ich möchte heute die Reinigungsübungen zusammenfassen. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de. Dies ist kein Vortrag für Anfänger, sondern für diejenigen, die sich mit Kriyas beschäftigt haben, nochmal eine Zusammenfassung. Das Wort Kriya kann verschiedene Bedeutungen haben. Kriya heißt Handlung, heißt Tat. Es gibt im Raja-Yoga, Kriya-Yoga als Tapasvatya, Ishvara Pranidhana. Im Kundalini-Yoga ist der Kriya-Yoga der Yoga von kombinierten Energie-, Erweckungs- und Lenkungsübungen. Im Hatha-Yoga sprechen wir von den Kriyas als Reinigungsübungen, die manchmal auch als die Karmas bezeichnet werden. Und so gibt es die Shat-Kriyas, die sechs wichtigsten Reinigungsübungen, auch als Shat-Karma bezeichnet. Diese lauten Trataka, Reinigungsübungen für die Augen, eben auf eine Kerze zum Beispiel starren, bis Tränen kommen. Das reinigt die Augen und fördert die Sehkraft. Es gibt Neti, die Reinigung der Nase durch Salzwasser oder auch durch einen Faden. Es gibt eben Jalaneti, Reinigung durch Salzwasser, wie auch Sutraneti, Reinigung durch einen Katheter oder auch einen Baumwollfaden. Dann gibt es Kapalabhati, wörtlich strahlenleuchtender Kopf, was in die Lungenreinigung ist durch schnelle Atmung. Dann gibt es Dhauti, die Magenreinigung, die es in verschiedenen Unterformen gibt. Am bekanntesten ist zum einen Rit Dauti, das heißt das Schlucken eines Salz, eines Tuches, zum Beispiel einer Mullbinde. Als zweites gibt Kunja Kriya, Trinken von Salzwasser und wieder ausspeien. Das sind die zwei bedeutendsten Dautis. Manchmal wird aber auch Dauti als allgemeiner Begriff für viele Reinigungsformen genommen. Auch Luft schlucken und wieder rülpsen wäre Luft-Dauti. Auch Agnisara, Bauch vor und zurück, wird manchmal als Feuer-Dauti bezeichnet. Und so gibt es Wasser-Dauti mit Salzwasser, es gibt Erd-Dauti mit Tuchschlucken, dann gibt es Luft-Dauti, Luftschlucken und es gibt Feuer-Dauti, Bauch vor und zurück. Dann gibt es als fünfte Reinigungstechnik, Nauli, die Bauchmuskelwulst rollen lassen von einer Seite zur anderen. Vorübungen für Nauli sind Uddiyana Bandha und Agnisara. Agnisara wird manchmal zu den Dautis gezählt und manchmal als Teil, als Vorübung zur Nauli genommen. Schließlich gibt es Basti, die Enddarmreinigung, vergleichbar mit dem Einlauf. Eine vollständigere Reinigungsübung ist Shank Prakshalana, wörtlich die Muschelübung. Dort, das ist also nicht zu der Shat-Kriya, sondern die Shat-Kriya sind diese sechs. Shank Prakshalana wäre eine Übungsfolge von verschiedenen Körperübungen, die du machst, während du ein Glas Salzwasser nach dem anderen trinkst. Erst trinkt man mal zwei oder drei Glas Salzwasser, dann macht man dir eine Übungsfolge und je nach System sind es vier oder fünf Übungen, dann trinkst du wieder ein oder zwei Glas Salzwasser, wieder die Übungsfolge, wieder eins, zwei Gläser Salzwasser und dann so nach zwei, drei Litern Salzwasser fängt an, das Wasser hinten aus dem Anus wieder rauszukommen. Das machst du so lange weiter, bis du etwa 5 bis 6 Liter Salzwasser getrunken hast und nachher hast du deinen Verdauungstrakt gründlich gereinigt. Wie häufig sollte man Kriyas machen? Es ist gut, einmal in seinem Leben mindestens ein halbes Jahr bis 2 Jahre die Kriyas sehr regelmäßig zu machen. Heißt jeden Tag Kapalabhati und Neti und Agnisara oder Nauli zu üben. Vielleicht sogar Trataka zu Beginn der Meditation. Und zusätzlich einmal die Woche Dauti, sowohl Salzwasser schlucken und übergeben, wie auch Mullbinde schlucken und wieder herausziehen, als auch Basti
den Einlauf. Wenn du das 6 Monate bis 2 Jahre lang gemacht hast, hast du einen guten Zustand von Reinheit erreicht. Und wenn du das einmal so lange gemacht hast und dann eine sattwige Lebensweise hast, dann wirst du weiter jeden Tag Kapalabhati üben, jeden Tag entweder Uddiyana Bandha, Agnisara oder Nauli üben und ansonsten die anderen Kriyas nach Bedarf. Wenn du zum Beispiel merkst, dass eine Erkältung im Anmarsch ist oder eine Müdigkeit im Anmarsch oder eine Magenverstimmung, mach sofort alle 6 Kriyas und es wird dir zügig besser gehen. Shankh Prakshalana ist eine Übung, die man 1 oder 2 Mal im Jahr machen kann, um auf diese Weise das Verdauungssystem gut zu reinigen. Mehr Informationen über all diese Übungen mit genaueren Beschreibungen und mehr Empfehlungen über die Häufigkeit findest du auf unseren Internetseiten. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Durgadas. Gefällt dir dieses Video? Dann jetzt schnell auf Daumen hoch, gefällt mir oder 5 Sterne klicken oder das Video teilen. Wir sind von www.yoga-vidya.de.